Okay, Leute, ich muss euch mal ganz kurz, ich muss kurz einen Tipp mit euch sharen. Ich hatte am Dienstag euch doch den Lockenstab gezeigt. Ich habe gerade noch mal überall geguckt. Ich verlinke euch hier das günstigste Angebot. Das ist jetzt über Amazon. Die Seite, die ich euch gezeigt hatte, ist ja jetzt wieder teurer. Aber ja, das ist jetzt das günstigste, was ich finden kann. Ich hatte den ja für 44 euch reingepackt. Aber finde ich gerade nicht. Könnt ihr ja noch mal schauen. Ansonsten hier Amazon-Link. Aber ey, für Dienstag ist das mega. Ich habe aber noch einen anderen Tipp. Ich mache jetzt immer, wahrscheinlich ist das voll normal, dass man das macht, aber ich habe sonst immer meine Haare zum Schlafen gehen dann hier unten zugemacht oder ich habe mir einen Dutt gemacht oder keine Ahnung. Seit einiger Zeit mache ich immer so ein ganz, also es ist jetzt unordentlich, aber die Zeit läuft hier ab, so einen ganz, 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 ganz hohen Zopf hier oben und ich habe einfach keine Knicke in den Haaren, nichts und die Und ich bin begeistert, die Frisur sitzt und das seit Dienstag. Ich habe wirklich nichts daran gemacht. Ich habe sie nur gebürstet. Also, das ist auf jeden Fall ein neuer Tipp, den ich euch geben kann. Die Schlaffrisur. Ich habe das auch eigentlich in meinem YouTube-Video, in meinem neuen YouTube-Video, was ich gestern gedreht habe, schon erzählt. Aber doppelt hält besser. Dieses Hotel entspricht einfach so krass meinen Aesthetics. Es ist so ganz leicht ähnlich wie Soho. Ganz leicht so angehaucht und ich bin ein riesen Fan, Mann. Look at this. Jetzt geht's richtig los mit dem Aprilwetter. Ich sitze in der Sonne. Aber es schneit. Ist es nicht schön? What the fuck?